Hey, hey und willkommen bei Move on VR. So, ich dachte, ich gebe mal Megaton Rainfall eine weitere Chance und spiel weiter und schau mir mal an, was daraus wird. Mein Name ist Mutensen und ich spiele VR. Ich guck mir nochmal die Controls an. Rotate by looking. Auch interessant. Könnte man mal ausprobieren im Spiel. So, continue. Ich bin gespannt. Nochmal kleines Fazit für alle, die bisher noch nicht dabei waren. Ich war gar nicht so gehypt von den ersten Trailern und so. Keine Ahnung, ich bin aber auch nicht so ein Superhero-Fan-Typ. Also, genau, ich mache mir nichts aus Superhelden und sowas. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so angefixt. Da es aber nur 12, 13 Euro gekostet hat, habe ich mir das jetzt mal geholt aus Neugier. So. Und mein erstes Fazit ist, das Fliegen an sich, dadurch, dass man halt einfach in der Luft stehen bleiben kann, etc., ne? Funktioniert schon, aber weiß ich auch nicht. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass bei zum Beispiel Eagle's Nest, ja, von Ubisoft, wo man ja als Adler fliegt, dass sich das da irgendwie besser anfühlte, das Fliegen. Weil mir fehlen so Sachen wie, keine Ahnung, dass ich mich so auch in die Kurve legen kann oder so. Irgendwie fühlt sich das ja alles nicht so besonders an. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich habe diese typisch für diese Jahreszeit wohl Mini-Erkältung, also mit den ganzen Tag lang normal und gut, aber abends habe ich immer so ein Kratzen im Hals. Ich kann ja genau. Ich kann irgendwie habe ich immer so einen Hustenreiz, wenn ich rede. Also entschuldigt, wenn das passieren sollte. So, also genau, das ganze Gefliege und so, Herrgott, ist okay, hat mich aber jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, dass man hier riesige wartet. Boom. Nuklear-Explosionen starten kann. Ist stellenweise auch witzig, aber ich persönlich denke, wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so ulkig. Und das einzige. Ach Gott, ey. Genau, und diese nervige Zwischensequenzen mit dieser Stimme aus dem Off, die extrem einfallslos animiert sind und einfach nur nerven, die bräuchte ich auch nicht. Das Einzige, was ich momentan sehr beeindruckend finde, ist tatsächlich diese Geschichte, dass man um die komplette Welt fliegen kann. Und dann der Detailgrad in den Städten ist eigentlich auch okay und so. Die Grafik ist nicht wahnsinnig hübsch, aber funktional. Aber sie ist extrem sauber. Also auf der PlayStation Pro gibt sie sich eigentlich keine Blöße. Es ist alles sehr schön scharf und flimmerfrei. Und das ist schon mal eine Menge wert. So, genau. Und das eigentliche Gameplay ist nämlich tatsächlich, ich als Superheld muss jetzt ständig Städte von Alien-Bedrohungen befreien. Und das fand ich tatsächlich, also das eigentliche Kämpfen gegen Aliens. Ich muss jetzt unter Wasser. Okay, ist mal was Neues. Das fand ich tatsächlich überhaupt nicht beeindruckend. Contemplate the world below your feet, my offspring. Hominids have appeared in it. They are the best specimens I have ever cultivated. They have to survive as the chosen people. They, and not the intruders, until my advent comes. My offspring, take your next power. Ich bin gespannt, was es diesmal gibt.
Was stand da eigentlich? Ich kann meinen Speed verändern von Mach 8 auf eine Trillion? Das war ja schräg. Leider habe ich überhaupt nicht gesehen, welchen Knopf ich dafür brauche. Was soll denn das? Was passiert hier gerade? Ich finde jetzt wieder zurück. Das wäre jetzt der Hammer, wenn man hier. Ich habe echt keine Ahnung, was das für ein Planet ist. Die Venus? Oh ja, ich kann auf der Venus landen. Kann ich auf der Venus landen? Das ist nicht schlecht. Ich meine, das ist jetzt wirklich mal super heldig. Ich weiß halt nur nicht, was ich. Hier so pilzförmige Wolken. Kann man mal. Okay. Ich muss aber mal diesem bescheidenen Würfel folgen. Und das macht doch was her. Ich weiß nur leider nicht, wofür es gut ist. Okay, alles klar. Jetzt. Wow, nächster Planet. Das ist aber wieder die Erde, oder? Was macht denn dieser bescheuerte Würfel hier? Vor allem, wo ist er jetzt? Jetzt in Gesteinsbrocken auflösen, bin ich allerdings beeindruckt. Naja, okay, okay. Nicht schlecht. Und das hat ja sogar einen astronomischen Wert jetzt hier. Also ein bisschen durchs Sonnensystem fliegen. Na gut. Wieder zum Würfel. Der allerdings fliegt jetzt. Wo fliegt er hin? Das war's. Sonne, fliegen wir in die Sonne rein. Komm. Heißes Magma. Sonne halt, ne?
Sonne schießen. Eine bekannte Topologie. Oh, scheiße. Ich kann auf den Mond schießen. So, hier hätte ich mich jetzt aber dann auch nicht beschwert, wenn sie ein paar Mondkrater oder so, die man vielleicht kennen könnte, platziert hätten. Haven't yet stolen. And if you feel insignificant when you see the size of the universe, think of one thing. That all of that space exists simply so humans could be created. Anyway, more intruders are coming, and your main objective is still to finish them. Aber wie gesagt, das Abfeuern der Schüsse, ne? Es gibt keinen Force-Feedback, nichts. Es gibt nur dieses Geräusch. Und es klingt original, als wenn man irgendwie ein Streichholz anzündet. So. Das ist echt eine eigentümliche Entscheidung. Ich meine, Sounddesign ist da auch wichtig. Und doch hier die Megatonnen-Explosion ist halt so. Na gut,
wollen wir mal nicht meckern, sondern mal gucken. L2, L3 drücken. Quatsch, L2, L3. R2, L2. Ich verstehe nicht, was die Hitze-Wave macht. Verdammt. Egal. Wir fliegen zur Erde zurück. Es wird Zeit. Ich muss los. Also wenn man das einen Planeten verlassen hat, dann ist man halt in diesem Hyperspeed. Was ich noch merkwürdig finde, ist, ich kann mich jetzt irgendwie nicht parallel zur Erde ausrichten. Ah, das macht er von alleine, okay. Also, und es gibt neue Intruder. Was ich merkwürdig finde, dass diese Entität, die ständig mit mir spricht, es gibt halt diesen Typen, der labert mich voll. Und es gibt irgendwelche namenlosen Aliens, die einfach Häuser vernichten. Was im Prinzip also die Menschheit angreifen, aber massiv Häuser und sowas vernichten. Was im Prinzip ja auch nicht so richtig sinnvoll ist, ne? Also einfach nur Wohnungen zu zerstören. Irgendwie eine angreifende Alienrasse sollte doch irgendeine Motivation offenbaren. Aber hey, hier ist es ja offensichtlich nicht, wo ich hin muss. Sondern da. Ah. Wie war das mit der Zeit, die ich anhalten kann? Wisst ihr was? Was war das denn? Was haben die denn? Die werden unsichtbar, wenn ich sie treffe. Das ist ja schräg. Weiter. Seht ihr das? Ich schätze mal, hier brauche ich den Hitzestrahl. Mal gucken, was der macht. Nischt. Interessant. Die außerirdischen Lebensformen werden unsichtbar, sobald ich auf sie schieße. Das macht es ein bisschen schwierig, sie zu treffen. Ohne schlimmen Kollateralschaden auszulösen, aber scheinbar geht's nicht anders. Chef der Phantome erledigen. Ist das eigentümlich. Irgendwie, gleichzeitig hat das Spiel irgendwie so eine merkwürdige, verträumte Atmosphäre. Es ist immer so surreal. Also man kann ihm irgendwie schon was abgewinnen. Allerdings. Oh. Das ist ein bisschen schwierig.
bei diesen generischen Städten hier auch committed zu fühlen, so, ne? Also irgendwie das Gefühl, jemanden dringend retten zu wollen oder so, hätten sie von mir aus noch stärker herausfordern können. Auswahl ist ja ganz kreativ. Da haben sie ja wirklich verrückte Aliens am Start. Ihr habt die eben gesehen, ne? Die haben sich so unsichtbare Untertassen, die sich an Häuser geheftet haben. So, aber jetzt fliegen wir wieder merkwürdig durch die Gegend. Selbst als Häuser. Okay. Gelee-Alien. Die sich als Architektur tarnen. Das ist doch mal was anderes. Der hier sieht auch nicht aus, als wenn er dann gehört. Der kommt aus so einer Scheiße. Sehr witzig. Schnell mal die Zeit eingefroren, aber ich kann es gerade nicht so ausrechnen. Wie auch immer, ich fange irgendwie an, dem Game was abzugewinnen. Das ist irgendwie schon interessant alles. Aber das eigentliche Alien zerstören und so weiter. Das ist nicht so witzig, wie man das erwarten könnte. Und ein Grund ist wirklich, dass ich die Waffen, die ich hier habe, meine Superwaffen, einfach nicht so powerful anfühlen. Also, ich würde einfach mal behaupten, wir haben es nicht geschafft. So glaubwürdig darzustellen. Ich
übrigens in Dubai, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Los, den in die Luft zu springen, ne? Oh Gott. Wo ist der Arme? Komm schon, versteckst du dich. Happening. Wer zerstört euch? Gib mir mal einen Tipp. Ach da. Das ist ein Mistviecher. Hab ich's irgendwie gelöst? Ja. Jetzt den Turm kaputt machen. Wow. Mann, wie aus der spiegelt. Was ist denn das? Kommt schon wieder ein super. Das Vieh, schätze ich. Ich weiß auch nicht, ob es Teammusik hier. Das ist übrigens auch ein Ding, was ganz bekannt ist im Duell. Pause. So. Ich hatte nämlich einen Timer gestellt. Und auf die Dinger geschießen, das ist eigentlich nur schwammig und merkwürdig. Also, um auch mal so ein bisschen weiter. Kritik an dem Game an sich zu üben, das ist so die kleine Schwachstelle. Das eigentliche Zerstören der Aliens, ja? Fühlt sich komisch an, irgendwie. Das ist kein bemerkenswertes Gameplay für dich. Weil ich schwebe ja so in der Luft und schieße dann auf den. Das ist komisch. Ich muss ja eigentlich nur immer zusehen, dass ich mich zur richtigen Richtung positioniere. Da
ist die Steuerung auch eher nervig, weißt du, mit dem ganzen Aufsteigen und so. Aber es gehört irgendwie dazu. So, der da ist untergegangen. Muss von mir vernichtet werden. Gefühl nicht los. Ich weiß nicht, ob noch was mehr kommt, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit der ganzen Technik, die jetzt hier drunter liegt, ne, vom Universum, vom Sonnensystem bis hin zur Straße runter, freien Flugmöglichkeiten etc., würde ich mir momentan fast wünschen, dass sie damit mehr angefangen hätten. Das ist alles noch nicht so beeindruckend, wie es eigentlich sein dürfte. Was ist das denn? Irgendwas. So. Achso, das war eine Xenosphäre, ja. Ich scheine ja nie einen Rang größer als. Ach, jetzt kommt wieder die Stimme D zu erreichen. Ich komme nicht mit. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Aber ich werde auch gleich Feierabend machen. Denn heute wollte ich nicht zu lang machen. Oh, was ist denn das hier für eine Insel? Hitzestrahl vom letzten Mal, den habe ich nicht geschnallt. Press L2 to activate. You can then throw the object we aimed to pressing R2. Practice your new ability. Try to return my symbols to me. Also aufnehmen und werfen. Nein. Das war's nicht. Merkwürdig. Oh, hier sind sogar Blümchen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Aber irgendwas ist auch merkwürdig. Diese Geschichte hier fühlt sich jetzt nicht beeindruckend an. So, bleiben wir noch ein bisschen in Stonehenge? Warum nicht, ne? Vielleicht. Oh Gott, Sven, ich kann wirklich jetzt Dinge nehmen und wegwerfen und abschießen. Okay, das fühlt sich jetzt aber auch nicht nach richtiger Physik an. Vor allen Dingen, ich schieße da einfach an den Berg und dann fliegen sogar richtig Steinchen. Naja, ich finde die ganze Technologie, die sie hier haben, tatsächlich gar nicht uninteressant. Ich weiß auch nicht, ob es geholfen hätte, wenn man wirklich so einen Modus hätte, wo man sagen könnte, ich schwebe ja jetzt über die Erde, ne? Gehe hier einfach mal lang, wie ein ganz normaler Mensch in einem Spiel.
damit man vielleicht auch so ein bisschen ein Connect zu der Welt bekommt, die man hier die ganze Zeit beschützen soll. Das wirkt nämlich ansonsten noch auf mich zumindest so losgelöst. My offspring, bla bla bla. So, was haben wir? Achso, hier waren wir schon mal. Im Kolosseum, in Rom. Sehr schön. Böse Aliens greifen an. Das kennen wir auch schon. So, hier ist irgendwie eine Achso. Greifen. Werfen. Klappt das? Klappt nicht. Scheiße. Ich habe mich jetzt mit dem Hitzestrahl verräumelt. Ah, fuck. Und mal wieder verstehe ich aber auch nicht 100% genau, was ich tun muss. Ich glaube, ich muss die grünen Kugeln, die hier rauskommen, auf ihn zurückwerfen. Das glaube ich. Oh Gott, jetzt noch mehr. Okay. Das hat doch ganz gut geklappt. Die anderen grünen Kugeln. Ah, hier. Schon wieder so ein Oberboss. Was? Wo ist der hin? Und genauso unmotiviert wie die Mission hier erscheinen, sind sie auch immer wieder zu Ende und dann muss man wieder in den Himmel fliegen, dann wieder auf den Boden. Echt ein bisschen eigentümlich. Also dieses Kampfgefühl oder so kommt irgendwie bei mir nicht so richtig auf, aber jetzt wahrscheinlich gleich, ne? Komm mal, den werde ich schon mal hier schön einen weglasern. Fick dich doch. Was ist denn jetzt los? Warum sind jetzt so viele da? Ach Gott. Okay, das war gar nicht so schlecht, aber ich habe auch schon sehr viel Kollateralschaden verursacht. Jetzt ist gleich Feierabend. Was soll ich denn machen, Kinder? Wie soll ich denn die erschießen ohne... Menschenleben zu opfern. Also sowas hier ist ja vielleicht noch einfach. Moment. Dusche. Okay. Ich meine, der Scheiß fällt aber immer auf die Leute rauf. Was soll ich denn machen? Ach du Fuck. Der muss immer Dinger rauskommen. Oh nein. Also jetzt sind quasi sämtliche Gegnertypen, die ich hier überhaupt schon mal gesehen habe, sind jetzt gerade aktiv. Ja, schön.
ganz schön viel. Vor allem, ich krebs jetzt hier einem so ein Ding hinterher. Und in der Zwischenzeit grillen die Aliens die ganze City. Verdammt. Ja. Ich hab hier gar nichts erreicht gerade. So. Du wirst gekocht mit dem Super Laserstrahl. Was hast du da ausgespuckt? Was war das? Was willst du denn, ey? Der kriegt auf die Mütze. Das hat uns leider ein Haus gekostet. Aber ist ja wurscht. Oh. Megatonnenbombe interessiert ihn auch nicht. Jetzt ist er kaputt. Kann man machen. Hier sind schon wieder so kleine Scheiße. Also hier wird es scheinbar interessanter, ne? Da muss man jetzt wirklich taktisch vorgehen. Wo ist die Bombe? Scheiße, die ist explodiert. Das war's auch schon wieder. So, wisst ihr was? Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Ich mache mal entspannt Feierabend. Wir kümmern uns um die blöden Alien am nächsten Mal. Ich muss mir nämlich offensichtlich wirklich was Gutes ausdenken. Vor allen Dingen kann ich sie scheinbar nicht einfach auf die Erde crashen lassen. Einer ist noch übrig. Der kriegt Hitze-Superstrahl. Ja, das hat ihn fertig gemacht. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Der ist immer noch. Jetzt ist doch mal gut hier. Leider aufgeben für heute. Ich krieg's partout nicht hin. Oder? Krieg ich's besonders? Was passiert hier gerade? Dieses nimm noch deine blöde Bombe und den dann selber hinterherwerfen ist allerdings lustig. Achso. Ich glaube, ich hab's gerade geschafft. Das ist ja schräg. Daraufhin
dass die ganze Scheißstadt explodiert. Und ich weiß nicht warum. You can use your telekinesis to throw big bombs away. Ja, wenn ich sie erkenne, was. Wo ist denn hier eine Big Bomb? Hier ist einfach nur eine graue Wolke. So, jedes Mal. Dann fliege ich hier durch und komme zu spät. Fuck. Also ihr seht schon, ne? Ich sag jetzt mal, dass ich eigentlich aufhören will, aber jetzt bin ich irgendwie doch neugierig, was hier um Gottes Willen passiert. Also. Wo ist hier die dicke Bombe, von der die immer reden? Warum sehe ich die nie? Das ist merkwürdig. Also, ich gucke jedes Mal auf diesen Hoshi hier. Der halt hier leuchtet und mir angezeigt wird. So, und der legt aber hier diese dicken Bomben, oder was? So, und das tut er doch aber die ganze Zeit schon. Warum ist denn das jetzt so interessant? Oh, okay. Okay, die eine dicke grüne Kugel ist auch die relevant ist. Dann guck ich mal, ob ich die irgendwie verhindern kann. So. Und weg damit. Hab ich die weggeworfen? Nein, ich hab sie nicht weggeworfen. Komm schon, Leute. Ich wollte sie aber wegwerfen. Tut mir leid. Aber irgendwie ist das jetzt anders als beim letzten Mal. Also, es gab eine Explosion, aber ich glaube, ich habe die Bombe ein Stück weit geworfen, das gibt's doch echt nicht. Also, liebe Entwickler, es tut mir wirklich leid. Ich finde ja ein paar wundervolle Ideen, aber die Umsetzung in der Praxis ist einfach nicht so irre gelungen. So, ich habe eine Explosion jetzt in der Luft ausgelöst. Nicht gut, aber hey, besser als nicht, würde ich mal sagen. So, er kackt weiterhin seine Bomben aus. Ich muss vor allem ihn mal abwerfen. Denn ich habe schon eine zweite Atomexplosion ausgelöst und jetzt sind hier schon wieder so eine Hoshis. Also, die Dinger in die Luft werfen scheint ein bisschen zu helfen. Irgendwer beschwert sich einmal. Und die Kollateralschäden sind auch schon wieder mächtig. Und ich schätze mal. Zwar dreimal die komplette Menschheit hier vernichtet, aber jetzt bin ich ein Held. Was habe ich für einen Rank? D, wie immer. Sehr schön. So, okay. Ihr seht, ne, es ist ein bisschen fummelig. Man kann. Oh Gott. My offspring. Come with me. Fick dich. Es
es hat eine merkwürdige Faszination, die kann ich dem wirklich nicht abstreiten. Und wie gesagt, das gewichtigste Argument für Megaton Rainfall ist bisher, dass es einfach lediglich 12 Euro kostet. Oder 13. So. Man geht also keinen weltbewegenden Verlust ein, wenn einem das nicht gefallen sollte. Es ist irgendwie interessant. So, das war es erstmal von mir. Schon wieder mit Kloß im Hals. Es nervt. Es nervt langsam richtig, dass ich nicht richtig sprechen kann. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wenn euch das gefällt, gebt mir bitte einen Daumen hoch oder kommentiert. Da freue ich mich immer drüber. Dann sehe ich, dass die Leute interagieren und eine Meinung dazu haben. Das war Mutensen für Mufan VR. Ich bin das nächste Mal wieder da. Und zwar damit Raw Data. Darauf bin ich schon sehr gespannt gewesen. Oh Gott, ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Das ist grauenhaft. Entschuldigt bitte. Übrigens noch eine Geschichte am Schluss. Es soll angeblich auch im European Store ab Donnerstag ein Sale geben, anlässlich des einjährigen Jubiläums der PSVR. Also Augen offen halten. Bis dann erstmal, ne? Bye, bye.